Hallo ihr Lieben, seid herzlich willkommen zum Tageslicht für Montag, den 17. Juni. Ja, und heute haben wir die astrologische Erscheinung, dass sowohl Merkur als auch Venus beide in den Krebs wechseln. Ein wenig kann die Energie dann unklar sein in Sachen Kommunikation, Beziehung, vielleicht auch Finanzen, eigenem Wohlergehen. Ja, vielleicht funktioniert die Technik ein bisschen schwierig, das könnte sein, aber das pegelt sich relativ bald ein in den nächsten, ja, 2 bis 3 Tagen maximal. 2 Tagen so etwa sollte sich das einigermaßen stabilisieren. Und beide sagen im Krebs, dass Zeit ist für Gefühl, Empfindung, Empathie sich selbst, aber auch anderen gegenüber und beste Energie für, ja, Berufe im helferischen, im heilerischen, im wohltätigen Bereich. Die bekommen da so richtig schön durch den Krebs den Rückenwind. Ja, Krebs als Wasserzeichen ist eine sehr spirituelle Energie, ist ja das Haus des oder die Heimat des Mondes, und insofern gibt es hier ja auch intuitive Energie, spirituelle Energie sehr stark für, ja, auch die nächsten 3 Wochen ungefähr, und kommen hier miteinander, Beziehungen einfach auch wunderbar in Fluss miteinander, ja. Natürlich, sie sind empfindlich, von daher ist da auch darauf zu achten, was miteinander ausgetauscht wird, ja. Wenn hier verletzende Worte fallen, dann können die schon sehr lange auch nachwirken. Aber eben auch umgekehrt, ja, ist hier wundervolle Zeit für Kommunikation miteinander, Treffen miteinander, ja, auch guten eigenen Umgang, ja, also wie wir auch zu uns selber sprechen, wird hier wichtig und wesentlich sein, was wir uns sagen, wie wir mit uns umgehen, das stärkt oder, ja, schwächt vielleicht auch sehr entscheidend, ja, wie gesagt, und wenn du da Rückenwind brauchst, das Negative abstellen möchtest, dich ganz positiv ausrichten möchtest, sei sehr herzlich eingeladen. Durch Instant Change, die Transformationsmethode, können wir dir hier wundervoll Stärkung geben. Ja, schauen wir doch mal, was haben wir heute? Oh, guck mal, hier die Blumen. Ja, da geht es direkt um den Selbstwert auch, ne? Die eigene Wertschätzung, gegenseitige Wertschätzung, vielleicht durch Komplimente, Anerkennungen, Lob, kleine Geschenke, wichtige Gesten, kann es hier Treffen miteinander geben, Dates, ja, natürlich auch in der Beziehung, hab auch ein Date mit dir selber ruhig mal, ja, gerade wenn du auch als Single unterwegs bist vielleicht, ja, es fängt bei dir selber an, die Wertschätzung dir selber gegenüber ist sehr prägend, sehr motivierend, sehr, ja, anziehend sozusagen für entsprechendes Verhalten auch von außen her, ja. Das Außen reflektiert uns in der Art und Weise, wie wir mit uns selber umgehen, ja. Ja, kann es heute sehr wichtige Treffen, Termine geben, insofern, die dir vielleicht auch zum Erblühen helfen in bestimmten Dingen, zum Gelingen, zum Wohlergehen, ja, die froh und glücklich machen, Freude bringen, Leichtigkeit. Die Hohe Priesterin, ja, ein Date mit dir selbst oder mit der göttlichen geistigen Welt. Das kann ja sehr wichtig und wesentlich heute sein, ne? Denn die Hohe Priesterin, die weist auch erst einmal auf die Intuition hin, das in sich gehen, das Geheimnisvolle, aber in sich auch sehr weite, wissende Weise hin. Ja, vielleicht erblüht deine Intuition heute auch sehr stark und bekommst du auch viele Botschaften, ja,
von der göttlichen, geistigen Welt. Übrigens, wir haben dann morgen wieder einen Portaltag. Wir hatten gestern schon einen Portaltag. Es ist möglich, dass diese Zeit hier zwischen diesen beiden Tagen jetzt wirklich so hochintensiv ist, zwischen diesen beiden Tagen, dass wir sehr viel Anleitung und Weisheit und Wissen und Impulse empfangen können. Wir müssen uns halt nur entsprechend dafür auch öffnen und sensibel dafür sein. Wir werden sie auf alle Fälle spüren. Ja, also das ist so eine starke Energie. Aber natürlich besteht bei allem immer auch die Möglichkeit, dass es ignoriert wird. Ja. Von daher, hier werden dir aber Geschenke gemacht. Ne? Innerlich sehr stark. Ne? Auch das Geschenk, dass du gut in dir ruhst und stabil und zuversichtlich bist, vertrauensvoll. Ja, die göttliche, geistige Welt geht hier stark in Kommunikation und wenn du das dem gegenüber tust, ja, dann wisse, du kommst dir in einen wunderbaren Flow. Ja, du kommst dir in einen wunderbaren Flow. Und ja, vielleicht kommst du ja auch. Ich habe jetzt intuitiv hier abgehoben. Ich wollte eigentlich nur die oberste Karte, aber ja, guck mal, da kommt auch noch Balance. Ne? Take time to relax. Das kann natürlich mit Entspannung zusammenhängen, dass du da für dich einfach auch heute ein bisschen Auszeit hast. Vielleicht gehst du in den Urlaub diese Woche. Aber nimm dir ruhig immer mal wieder Momente, falls du jetzt keinen Urlaub oder sonstige Auszeit hast, dass du ja, dich stärken lässt einfach auch und entsprechende Impulse und Botschaften zukommen lässt, die für dich wichtig sind, um deinen Weg voranzubringen. Mit der Hohepriesterin haben wir noch eine Anfangsenergie in der großen, auf dem Weg der großen Arkana. Und hier reift heute innerlich etwas, erblüht etwas innerlich stark heran an Bewusstsein, an Ideen, Inspirationen. Und wenn du die wirklich aufmerksam wahrnimmst, ne? Wir haben hier im Hintergrund lauter Granatäpfel, dann entwickelt sich hier etwas sehr fruchtbar. Ne? Ja, wundervoll. Ne? Ja, kann sein, dass du heute ein bisschen zurückgezogen bist, empfindlich, empfindsam. Fische-Energie, also wir haben hier auf alle Fälle auch die Wasserenergie mit an Bord. Ja. Zu Merkur und Venus im Krebs noch hinzu. Unerschöpfliche Ideen, ja, genau. Also wenn du hier einfach so in Connection bist, auch mit der göttlichen, geistigen Welt, da kann eine Menge zufließen, geradezu unerschöpflich. Ne? Dein Geist ist eins mit dem unendlichen Geiste Gottes. Ja, Mensch, wie passt das denn? Ne? Daher hast du allumfassenden Zugang zu unerschöpflichen Ideen, die garantiert Segen bringen. Alles, was du tun musst, ist göttlich geführte aktive Schritte zu gehen, um diese Ideen Wirklichkeit werden zu lassen. Ja, klasse. Ne? Ja, du bist geführt, geschützt, gesegnet. Und ja, die Energie der Hohen Priesterin, die ist auch dann am Wirken und mit dir bringt dich auch dann so richtig schön zur Ausstrahlung und Geltung, selbst wenn du aktiv bist. Ja, also es muss gar nicht sein, dass du heute zurückgezogen bist, aber in dir, wenn du dir dessen einfach auch ein Stück weit bewusst bist, ne? Wie du geschützt, geführt, begleitet bist, dann kommt das so richtig auch ja, zum Wirken. Ne? Nicht nur zur Geltung, sondern wirklich auch zum Wirken. Lass wirken hier. Ne? Sei eins mit dem unendlichen Geiste Gottes. Energie dafür gibt es heute jedenfalls. Reichlich, ja, werden wir beschenkt damit. Wundervoll, ja, nutze es. Und ich wünsche dir eine sehr gesegnete Zeit damit, gute Aufmerksamkeit und ja, sehr viel Freude auch daran, ne? Ja, bewusst auch deinen Weg damit zu gestalten. Alles Liebe und bis ganz bald, deine Tara von Tarot Rainbow.